Ahoi Leute und ich begrüße euch mal wieder herzlich zu einer The Promised Neverland Review. Ja, gab ja jetzt 2 Wochen keine Review, weil ich in Japan war. Ich habe die Folgen aber geschaut, als ich in Japan war, daher weiß ich auch, was passiert ist. Musste nicht so viel aufholen und gestern war es ja soweit, da ist dann die neueste Folge, Folge 10, gedroppt. Und viele von euch hatten mir ja schon gesagt, Kev, wart mal ab, so ab Folge 8 wird das richtig krass, was alles so passiert mit Schwester Krone und allem drum und dran. Und ja, ihr hattet recht, aber ich bin jetzt mal kurz ehrlich zu euch. Ich war nicht so mega geflasht, wie ich es gedacht habe, lag aber wahrscheinlich daran, dass alles und jeder einfach diese Folgen hochgehypt hat und gesagt hat, es ist so krass, was da passiert. Es werden wahrscheinlich noch 1000-mal krassere Sachen in The Promised Neverland passieren. Aber ich werde zu Beginn dieser Review, weil ja die letzten 2 Folgen nicht reviewed wurden, einmal ganz, ganz knapp zusammenfassen, also gar nicht detailliert oder so, was in den letzten 2 Folgen passiert ist, ganz grob gesagt. Und dann gehen wir natürlich auf das aktuellste Geschehen ein. Anfang fangen wir natürlich hier mit Folge Nummer 8 und das war die Folge, in der Schwester Krone gestorben ist. Ja, okay, damit habe ich absolut nicht gerechnet, Leute. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass sie so aus dem Spiel genommen wird. Sie hat sich ein bisschen verzockt, könnte man so sagen. Sie ist am Ende selber das Opfer geworden, wollte ja gerne den Platz der Mama haben und wurde dann quasi selbst zur Mama befördert, aber das war nur eine Falle für sie. Sie wurde dann letzten Endes auch getötet oder hat diese Rose in sich reingesteckt bekommen. Irgendwie bin ich noch der Meinung, dass das noch irgendwas zu bedeuten hat. Also wenn man diese Rose da in die Brust gesteckt bekommt. Ich weiß nicht, sind sie dann wirklich tot? Warum blüht diese Blume auf? Ich habe natürlich noch gar keine Ahnung. Ich bin Anime-Only, Leute. Aber irgendwas ist da noch mit bei. Ja? Also ich will mich da noch nicht festlegen, dass die Charaktere da wirklich komplett tot sind. Vielleicht sind sie auch einfach nur bewusstlos, weil, keine Ahnung, niemand hat einen Puls gemessen. Ich weiß es nicht. Es ist irgendwie brieche ich da so einen Braten. Ich kann es nicht sagen, Leute. Ja? Auf jeden Fall, Schwester Krone ist weg, zumindest aus dem Spiel genommen, tot wahrscheinlich für viele, ich würde auch eher sagen, dass sie tot ist, aber irgendwas ist da noch bei diesen Rosen, warum blühen sie aus, auf. Ja, dann kam in Folge 9 natürlich das ganze Thema mit der Flucht. Norman soll jetzt ausgeliefert werden und deswegen sollte jetzt die Flucht beschleunigt werden. Norman sollte schon mal vorsprinten, sage ich jetzt mal, sollte schon mal rauskommen und dafür haben sie sehr, sehr viele Vorbereitungen getroffen und ja, die Vorbereitungen waren vermeintlich für die Cuts, denn es ist so gewesen, dass Norman dann tatsächlich auf die Mauer hochgeklettert ist und ich fand es ganz cool, wie er das gemacht hat, wie er Anlauf genommen hat und dann so die Wand an der Seite hochgelaufen ist. Ja, und als er auf der Mauer stand, Leute, da war wirklich etwas, wo ich sagen muss, damit habe ich nicht gerechnet und das war, dass zwischen der Mauer und dem Wald, den man ja immer so gesehen hat, wenn man sich auf den Baum gestellt hat, dass dazwischen einfach ein riesiger Abgrund ist und es hat sich auch herausgestellt, dass offensichtlich nur ein einziger Ausgang herausführt und das ist der am Tor und das ist wohl über eine Brücke. Das heißt, die haben sich wohl schon was gedacht, dass da so wenig Sicherheitsvorkehrungen sind, weil was wollen die Kinder machen, außer sich selbst das Leben nehmen? Ja, so scheint es zumindest jetzt. Der einzige Ausweg geht über das Tor. Das fand ich ziemlich krass und das hat auch dafür gesorgt, dass Norman selber gesagt hat, hat keinen Sinn mehr, ich komme wieder zurück. Und alle waren natürlich schockiert. Ich natürlich da in diesem Moment auch, weil, klar, was soll er machen? Er hat keine Wahl. Er kann da nicht rüberkommen, wenn er sich nicht gerade so einen Fluggleiter baut oder sowas. Das wäre krass gewesen, wenn sie sich noch irgendwie mit den Decken irgendwie so einen Gleiter gebaut hätten. Aber Leute, wenn das nachher passiert. Also ich weiß nicht, ich hätte es irgendwie cool gefunden, wenn das irgendwie passiert wäre. Oder ich hätte es, weiß ich nicht, nachvollziehbar gefunden. Aber wie wollen sie das Ding auch bauen? Ist auch nochmal eine Frage. Ja, so ist dann der Stand gewesen der letzten Folge. Und dann ging es jetzt hier mit Folge 10 weiter, die sich komplett darum gedreht hat, dass Norman ja ausgeliefert werden soll, denn ja, der gute Norman, der hat's quasi hinter sich, könnte man sagen. Und er hat sich auch mit der Situation, so scheint es zumindest, ja, er hat sich damit angefreundet, abgefunden, ja. Er hat erkannt, vermeintlich, dass er das Ganze nicht ändern kann und wollte natürlich auch, dass Emma das jetzt akzeptiert, weil Emmas Bein wurde ja gebrochen danach von der Mutter und das fand ich auch krass, dass sie ihr Bein gebrochen hat, um nochmal die letzte Hoffnung zu nehmen, so schien es zumindest. Einfach nur richtig heftig gemacht, also ich habe es wirklich gefühlt, als sie das Bein durchgebrochen hat, habe ich mir richtig gedacht, scheiße, was geht denn jetzt ab? Auf jeden Fall krasser Shit. Ja, diese Folge hat für mich so einen emotionalen Touch gehabt, muss ich schon sagen. Ich fand die Emotion sehr, sehr gut in dieser Folge. Ich fand auch das Flashback von Norman sehr, sehr gut. Da haben wir gesehen, wie er krank war in der Kindheit und wie Emma wirklich immer da war. Ray natürlich auch, aber Emma auch. Und da merkt man schon, dass
irgendwie zwischen gerade Emma und Norman eine ganz besondere Bindung ist, aber auch Ray ist da natürlich mit drin, die drei, das Dreiergespann, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und auch hier dieses Bechertelefon, ja, sage ich jetzt mal, was sie da gebaut haben, das ist ja das Einzige gewesen, was letzten Endes Norman mitgenommen hat. Und wird das noch wichtiger, Leute? Es muss wichtiger werden, weil warum hätte Norman dieses eine Ding sonst mitnehmen sollen? Wir haben dann auch noch ein paar krasse Sachen gesehen mit Mutter Isabella, denn die hat ganz klar gemacht, dass sie keine Kompromisse eingeht. Ja, sie hat zu Emma dann auch gesagt, als sie versuchen wollte, Norman bei der Flucht zu helfen, da hat sie gesagt, pass auf, beim nächsten Mal bist du tot. Und das fand ich auch ziemlich krass, diese Verzweiflung, die sie hier gesehen hat in dieser Folge, auch als sie mit Emma geredet hat und Emma gesagt hat, ja Emma, find dich doch einfach mit dieser Situation ab. Es ist jetzt, wie es ist und du solltest das Beste daraus machen. Ich kann dich empfehlen, so wirst du vielleicht selber mal zur Mutter, kannst Kinder bekommen, dies und das. Aber das ist natürlich nicht das, was Emma möchte. Emma möchte einfach nur die Freiheit, möchte, dass ihre Freunde überleben und ganz ehrlich, Emma könnte das auch nicht. Wenn ihr euch mal vorstellt, Emma soll andere Kinder ausliefern, damit sie in Anführungsstrichen gefressen werden, sage ich jetzt mal so, das passt nicht zu Emmas Charakter und daher war es auch klar, dass Emma hier zu Mutter Isabella sagt, ganz ehrlich, lass stecken. Ja, so hat sie es natürlich nicht gesagt, aber so ungefähr hat es sich angefühlt. Es war dann auch der Abend, an dem Norman ausgeliefert wurde und ja, es war wirklich emotional, muss ich sagen. Also als die Kinder dann auch nochmal geweint haben, das Ganze mit Emma und Co. Aber ich fand einfach Norman so cool in diesem Moment. Also wie er reagiert hat, wie gefasst er alles genommen hat. Ich weiß nicht, das hat irgendwie auf mich so souverän gewirkt, so badass gewirkt. Ich mag diesen Charakter einfach mega. Also er ist bis jetzt auch mein Lieblingscharakter in The Promised Neverland. Und als er dann mit Mutter Isabella auf dem Weg ist zum Tor, fragt er sie etwas ganz Essentielles, also was bei mir wirklich dafür gesorgt hat, dass ich mir gedacht habe, shit, in welche Richtung geht das jetzt hier? Da hat er nämlich gefragt, ob Mutter Isabella auch glücklich ist. Und ihre Reaktion hat darauf deuten lassen, dass sie das nicht wirklich ist. Und das war auch mehrmals in dieser Folge, als dann später auch noch das Ganze mit Emma war, als sie Emma angeboten hat, dass sie Mutter werden kann. Auch der Blick hier wieder von Mutter Isabella war einfach so, ja, er war so nach dem Motto, ich habe selber Zweifel, ich weiß, wie du dich fühlst. Wir haben natürlich keinerlei Hintergrundstory hier zu Mutter Isabella, also ich habe keine Hintergrundstory, aber das hat irgendwie so etwas bei mir ausgelöst. Und als dann Norman beim Tor war, da war es dann soweit. Da haben natürlich alle gedacht, mich eingeschlossen, hey, der wird jetzt da von den Viechern empfangen. Aber stand wieder nur der Wagen da und dann wurde in den Raum gegangen. Ja, dieser Raum, der, wo die Stimmen rauskamen, in Folge 1 war das ja, glaube ich, als Norman und Emma das Ganze gehört haben, wo die Monster in Anführungsstrichen dann auch drin waren. Ich sage extra mal Anführungsstrichen, weil mal werden sie Monster genannt, mal werden sie Dämonen genannt. Was sind die am Ende? Ja, werden wir wahrscheinlich nicht mehr in dieser Staffel herausfinden, aber ich werde ja bald den Manga lesen, Leute, wenn die Staffel vorbei ist. Ja, und da wurde dann Norman von Mutter Isabella hereingebeten in diesen Raum und als er da reingebeten wurde, ändert sich sein Blick krass. Ja, was ist da drin, Leute? Warum wieder dieser Cliffhanger? Es ist schon echt Attack on Titan Niveau, was die Cliffhanger angeht, muss ich schon wirklich sagen. Ich bin gespannt, was da ist. Und gerade auch, dass er hier noch reingebeten wurde und nicht direkt in diesen Lastwagen gebracht wurde. Ich weiß nicht, Leute. Das ist das, was ich am Anfang angesprochen hatte. Ich rieche da irgendwas. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Norman jetzt einfach aus dieser Serie rausgenommen wird. Ein Charakter, der so krass gestaltet wurde in diesen 10 Folgen, dass der jetzt einfach weg ist. Und auch, dass sie uns hier geteased haben mit dieser Tür, durch die Norman jetzt gehen soll, in diesen Raum, in den er gehen soll. Irgendwas ist da, Leute. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass Norman tot ist, auch wenn Mutter Isabella das nachher noch zu Emma gesagt hat. Aber ich traue dem Braten noch nicht, Leute. Ich traue dem ganzen Braten noch nicht. Denn für mich, und das sage ich auch immer in Attack on Titan, solange man einen Charakter nicht zu 100% tot gesehen hat, ist dieser Charakter nicht fucking tot. Und so nehme ich das Ganze auch bei Promised Neverland, weil ich hier die absoluten Attack on Titan Vibes habe, zumindest was diese Sachen angeht. Ja Leute, und dann geht's in das Finale von der Folge. Das hat sich einfach nur darum gedreht, wie depressiv Emma und Ray geworden sind. Aber das war alles eigentlich nur Fassade, denn in Wirklichkeit haben die beiden noch gar nicht aufgegeben und die beiden wollen trotzdem weitermachen. Und das wird jetzt wahrscheinlich das Setup sein für die letzten 2 Folgen dieser Staffel, denn Folge 11 und 12 kommen noch und danach wird die erste Staffel beendet sein.
Ja, Leute, ich bin absolut gespannt, wie das Ganze jetzt hier noch weitergeht. Ich erwarte tatsächlich ein großes Finale. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch gelingen wird, auszubrechen, weil ich weiß nicht, wie wollen sie das in 2 Folgen machen, wenn sie 10 Folgen lang das Ganze versucht haben aufzubauen mit Norman und jetzt sind sie nur noch zu zweit in Anführungsstrichen, wobei Gilda und Don kann man natürlich noch dazu nehmen, aber wie soll das Ganze jetzt weitergehen? Ich kann es mir absolut noch gar nicht vorstellen. Ich bin aber gespannt, wie die erste Staffel hier ausgeht und wie ich es gerade schon gesagt habe, ich werde auf den Manga danach umsteigen, Leute, und das ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass ich danach vielleicht auch zum Manga ein paar Videos mache, vielleicht sogar wöchentliche Reviews mache, wenn ihr Bock darauf habt. Und da seid ihr jetzt auch gefragt, Leute. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob ihr Bock darauf hättet, dass ich den Manga reviewe. Ihr könnt es in die Kommentare schreiben oder auch oben in der Infocard. Ich packe euch das da oben hin. Da könnt ihr dann mal abstimmen mit Ja oder Nein. Umso mehr, desto besser. Ja, also ballert wirklich komplett raus, Leute, wie ihr da gerade empfindet. Ja, das war es auch schon mit dieser Review. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das Ganze mit einem Daumen nach oben bewerten würdet und auch kostenlos abonniert für noch mehr The Promised Neverland und soziale Medien kennt ihr, Twitter, Instagram, Discord und Twitch, alles unten in der Videobeschreibung. Ja, Leute. Und an dieser Stelle wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ich sage ciao und tschüss und hoffe, wir sehen uns dann spätestens nächste Woche bei einer, naja, ich sage jetzt mal etwas anderen Review zu The Promised Neverland wieder, denn die werde ich aus Leipzig machen. Ja, könnt ihr drauf gespannt sein, Leute. Die wird aber kommen, nehme ich mit dem Handy auf. Ich sage ciao und tschüss.